Das ist immer das Gleiche. Das ist so das. Ich habe jetzt schon wieder 50 Punkte eingestellt heute fast. 45 Punkte in 8 Partien. 9. Jetzt geht es darum, irgendwie 50% zu schaffen im Title Tuesday. Super. Jetzt kommt wieder hier so 0815 Angriff. Bullshit, ey. Mann, 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 ey. Ja, sie will die Damen nicht tauschen. Ist wahrscheinlich nicht richtig, was ich spiele, aber. Ideen sind natürlich so, so. Idee ist auch Turm C3 natürlich. Bis hierhin hatte ich das gerechnet. Denkt auch, Springer E4. Turm C1, Springer E4, König. Naja, der Läufer deckt den leider. So nicht. Ich denke zu lange nach, um das hier zum Laufen zu bringen. Irgendein Abzug. Jetzt hängt der Springer C3 droht. Dame D4, Springer F3, Springer C3. Jetzt droht Springer C3 wieder. Okay, ist gewonnen. Na, er hat den noch. Scheiße. Sie hat den noch. Ich habe trotzdem weniger Zeit, ne? Mal wieder, wie immer. Es ist so gewonnen. Aber ich, mal schauen, auch das verliere ich noch. Pass auf, pass auf. Schaffe ich, kein Ding, schaffe ich. Das verliere ich auch noch. Kann gar nichts mehr ziehen hier. Ist natürlich schwierig, nicht zu gewinnen, aber ich schaffe das. Sie will hier rüber matt setzen, ne? Natürlich ein bisschen naiv. Okay. Gegen WCM, Alba de Lomas, Busquets konnte ich mal wieder eine gewinnen. Wahnsinn, oder? Ja, Springer B4 ist hier schon fast im Prinzip gewonnen für mich. Ne? Ich muss König B1 machen. Dann habe ich Springer B4 nicht, weil dann geht A3. Turm C3, AB4. Dann habe ich hier kein Schach. Hab zwar den, aber aus irgendeinem Grund steht Weiß hier gut. Dame E1. Okay. Na, König B1 einfach erstmal.
Tatsächlich ist Turm C3 hier ein Gewinnzug, ne? Auf den kommt der. Und hier gewinnt Schwarz natürlich Material. Ich dachte zuerst der hier, mit der Idee. Aber bringt nicht so viel. Sieht nur nett aus. Der dachte ich auch zuerst, aber nimmt sie weg, ne? Scheiße. Naja. War jetzt kein Glanzstück, die Gegnerin war nicht besonders stark. Kanopo, danke für den Sub. Falls. Komm, die googeln wir mal. Ach man, den kann man nicht kopieren, den Namen. Was meint ihr, was sie für eine Elo hat? Fide. Ich schätze mal so 1900. Ein bisschen mehr, 2024. 21 Jahre alt aus. Spanien.